Ohio Sabonenten, willkommen zu einem kleinen Sonntagsquatsch-Video, würde ich das mal sagen. Wie ihr seht, ja, wie ihr gerade seht hier, ich habe eine ganze Menge Kisten, ich habe eine ganze Menge Key-Fragments und es gibt so die eine oder andere Person, die ich dann immer so ein bisschen aus dem Leben tilte, wenn ich mal ab und zu mit den Norbert spiele und diese fragen, sag mal du Sven, wie viele Kisten hast du jetzt eigentlich? Und ich so, 27, ja. Dazu sage ich dann noch so, ja, ich habe auch gerade 68 Key-Fragments. Die so, Alter, mach die doch mal auf. Wieso hast du überhaupt so viele? Ich meine, wie ihr seht, ich habe hier auch eine ganze Menge Champion Masteries. Ich habe eine ganze Menge richtig coole Skins. Teilweise habe ich die schon, teilweise habe ich die sogar doppelt, wie Roter Baron Porky. Die Sache ist, wie ihr auch unten seht, ich habe ja sonst nichts weiter. Ja? Ich habe vielleicht 5 Gemstones, aber ich habe weder Orange noch blaue Essenzen. Und genau das Problem werden wir heute angehen. Zudem kann ich dir jetzt auch darauf verweisen, ey, ich habe meine Kiste, 27 Kisten dann doch mal eingelöst. Ach, übrigens, ne? Falls ihr euch fragt, woher habe ich eigentlich den ganzen Scheiß? Es gibt ja immer diese Special Kisten. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, zum Beispiel zu den Worlds gab es solche Special Kisten, wo man dann auch noch irgendwie solche zwei, drei komische Dinger bekommen hat, mit denen man dann sein Worlds Logo upgraden konnte. Und genau, die Kisten habe ich halt immer geholt, diese ganzen Special Kisten, immer mal so geguckt, ey, was ist da eigentlich so alles drinne, was kann man da so als Special Teile bekommen, die es dann nur mit diesen, keine Ahnung, Shards da einzulösen gibt. Und da habe ich den ganzen Squatch, außer natürlich die Time, wie es ja auch mir spielt. Nur, es wird doch langsamer Zeit, dass ich dann vielleicht doch mal die Kisten loswerde. Ich meine, das sind 27 Stück, ich habe 98 Key Fragments, das heißt, wir werden heute 22 Kisten aufmachen. Und das ist dann doch schon eine ganze Menge, würde ich einfach mal sagen. Und ich crafte mir jetzt die ganzen Key Fragments. Und für euch geht es dann. Ich glaube, ein Zeitraffer. Ich glaube, noch ein Zeitraffer. Für euch geht es dann gleich mit meiner wunderschönen, bezaubernden Stimme weiter. So, da sind wir wieder. Ich habe mir gerade nochmal im Shop drei weitere Schlüssel dazu geholt. Ja, dann machen wir nicht 22 Kisten auf, sondern wirklich 25 Kisten. Ich habe, glaube ich, die Möglichkeit, 10 Kisten zu öffnen. Ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert. Nicht, dass sie denn hier auf einmal hier 10 neue Sachen angezeigt werden. Und daher machen wir jetzt eigentlich schön jede Kiste einzeln. Ne? Fangen wir mit der ersten an. Schauen wir uns Haunted Maokai. Okay. Habe ich die schon? Ne, hatte ich noch nicht. Gut, Maokai Skin habe ich nur den. Gibt's die überhaupt noch? Ich muss einen Legacy-Content, ne? Gibt's den noch? Also kann man den noch kaufen? Wisst ihr das? Wie auch sei, ich habe nur den Victorious Maokai Skin, ansonsten nichts. Champion Shard für Tristana, ja Mensch. Wenn ich drei Champion Shards ausspare, kann ich mir wieder den nächsten Champion holen. Aber das ist gar nicht so schlecht, vielleicht für die blauen Essenzen. Ich werde sich jetzt fragen, Sven, warum hast du eigentlich kein Headset auf, ne? Die Sache liegt daran, zum einen, ich habe ein Mikro, ja, das ist hier über mir. Aktuell. Von daher brauche ich mein Headset-Mikro nicht. Wie ihr vielleicht einige weiß, ich habe mir. Ecke in die Ecke, auch nicht schlecht. Aber ich habe Project Echo. Ich habe mir ein neues Mikrofon geholt. Ungefähr da. Und ja, deswegen brauche ich aktuell kein Headset. Was das Sound angeht, ich brauche hier für das Case Opening jetzt keinen Sound. Von daher ist das okay. Musik schneide ich sowieso drunter. Mafia Jinx ist cool. Den habe ich glaube ich noch gar nicht. Ansonsten habe ich aber alle Jinx-Skins tatsächlich. Ja. Doppel Mafia Jinx fehlt mir. Habe ich sie komplett, auch nicht schlecht. Für alle, die sich fragen, was überhaupt auf mein T-Shirt drauf ist. Ja, ich kann mal ganz kurz hier zeigen. So, da hinten drin zur Kamera. Hamburg League of Legends Finals Ring 2017. Ja? Für alle, die sich fragen, was da gerade auf meinem T-Shirt eigentlich zu sehen ist. Ansonsten, was haben wir jetzt? Wild K9 Nasus. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das ist wieder ein Legacy-Content. Ich glaube, diese Legacy-Sachen, die gibt es nicht mehr, ne? Also, die beiden gibt es definitiv noch. Ja, Legacy-Content, den gibt es leider nicht mehr. Secret Agent ist auch nicht so spannend. Oh, ich habe ja auch Summer Stargang-Looks, ne? Voll nice. Also, machen wir mal die nächste Kiste auf. Wir haben ja schon Rumble. Wir haben jetzt 10 Kisten tatsächlich hinter uns. Oder? Ja, 2 müssen am Ende übrig bleiben. Wir haben 10 Kisten schon hinter uns. Oder zumindest haben wir noch 15 Kisten. Gott fürs Wort. Nicht so spannend, ne? Ich warte ja immer noch drauf, dass ich hier jetzt irgendwie aus diesen Hextech-Kisten den großen Wurf bekomme. Weil sie wenn jemand überhaupt nicht weiß, warum hast du eigentlich so viel? Da habe ich doch noch gar nicht gesagt.
Ich habe so viele, weil ich so viele Spiele gemacht habe, ne? Das sind wirklich, diese 27 Kisten, die ich hatte, und diese 68 Key Fragments sind nur das Spielen. Ja, die habe ich mir alle erspielt. Musketier-TF ist auch nicht so schlecht, aber ich weiß nicht. Ich bin halt ein AD-Carry. Von daher, ich weiß nicht, ich kann mit den ganzen Skins hier irgendwie nichts anfangen. Champion Chart, Okay, aber wir werden hier vielleicht mal nachher noch hier ein bisschen ausmisten. Dann schauen wir mal, was wir dann noch so als an schönen Skins aktivieren können. Aber Account Area, das ist der erste gute Skin, den wir bekommen haben, ja? Der erste gute Skin. Account Area. Der erste gute Skin. Ja? Aber ansonsten haben wir jetzt wirklich 16, 17 Kisten aufgemacht und wir haben nur was bekommen. Und jetzt haben wir hier drin noch mehr und einen Gemstone, ja, immerhin. Ja, immer mal einen sechsten Gemstone. Bringt uns zwar nicht so sonderlich viel, aber immerhin haben wir es mal bekommen. Jurassic Kogma. Ich hab diesen. Wie heißt der? Diesen Firework Kogma. Ich habe keine Ahnung, wie er gerade heißt. Und ich habe auch Kogma. Ich glaube. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe den. Oder ich wollte mir immer kaufen und habe den nie geholt. So, Forsaken Olaf, Gemstone, jetzt haben wir 7. Wenn wir Glück haben, kriegen wir aus den letzten Kisten noch 3 Stück. Dann können wir davon noch irgendwas machen. Sugarts, auch nicht wieder so spannend. Es sind immer Essenzen, ja. Dann können wir hier unsere Sachen machen. Midnight Arete, den Skin habe ich schon. Von daher auch der nicht so, sondern nicht attraktiv für mich. Jinx Champion Shard, auch ganz nett. Und. Na? Hallo? Heimerdinger. Ja, nice. Das ist doch genau der Champion, den ich haben wollte. So, ist jetzt die letzte Kiste. Die wir öffnen. Alistar. Also haben wir Alistar zweimal. So, damit haben wir jetzt alle Kisten, die ich hatte, aufgemacht. Können wir gucken. Jinx habe ich auf Level 7, soweit ich weiß. Von daher brauche ich das nicht. Wir haben hier Akkad-Ari, das ist ziemlich cool. Wir haben hier Forsaken Olaf. Kostet sogar gar nichts, das Skin. Midnight-Ari, den habe ich ja schon. Was haben wir hier? Das Gottwort da, Gottfist, den Gemstone. So, das ist alles, was wir jetzt neu haben. Können wir mal gucken, was ADK ist. Wir haben hier Tristana. Gute ist, Tristana habe ich schon 2. Das heißt, wir können mit 2000 und Tristana Shard, kann ich mir schon mal Tristana auf Level 6 machen. Ja? Aktuell bin ich Tristana One-Trick. Habe gestern Penta gemacht, einen Quartal gemacht. Ich habe jetzt schon 2 Quartals auf ihr jetzt in den letzten Tagen. Dazu, wie gesagt, jetzt halt der Penta gestern noch. Den ich ehrlich gesagt nicht verdient habe, weil ich habe grottenschlecht gespielt. Aber jetzt habe ich das Ganze. Was wir jetzt noch machen können ist, wir können erstmal Alistar disenchanten. Alistar werde ich sowieso nie, wenn überhaupt, wird er nie höher auf Level 5 sein. Brand kann auch weg. Zubat kann auch weg. Draven Spieler sind sowieso alle toxic und ich spiele Draven nicht. Heimat, Eve kann auch weg. Ist von legendärer Jungler bei mir, aber. Legendär sage ich eigentlich immer nur, wenn das so sind, die ich schon gespielt habe. Jinx kann auch weg, den habe ich schon auf Level 7. Und halt diese ganzen Tanks, Top-Laner, Midlaner, whatever, kann ich alles disenchanten. Höher als Level 7 mache ich den ja sowieso nicht. So, jetzt habe ich ja hier noch ein paar Dinge offen. Ich würde sagen, Varus mache ich noch. Weil meiner Meinung nach habe ich es mir verdient, Varus auf Level 6 zu haben. Ihr könnt dazu zwar nichts sagen, weil ihr mich nie auf Varus gesehen habt, aber das ist ein Champion, wo ich sagen würde, da verdiene ich durchaus nur noch Level 6. Lucian, Kalista, Karma. Ich spiele Karma ziemlich häufig, aber weiß nicht. Kennen AD Carry habe ich eine Zeit ein bisschen gespielt. Ich lasse die erst. Also klar, ist natürlich schön, die zu haben. Aber wie viel würde mir das kosten? 600. 600, das wären hier 1200, 1800 plus den 2300. Ja, wir machen es einfach mal, ne? Ich meine, wir haben es ja dicke. Können wir es jetzt mal mit den Skin. Dankeschön. Karma. Ja, wir haben ja die Essenzen, von daher stört das ja nicht. Karma auf Level 7. Animation brauche ich nicht. Kalista auf Level 7. Wobei, doch, diese Level 7 Animation nehmen wir mal wieder mit, ne? Geil, Level 7. Einen schönen hellblauen Gemstone. Und wir machen noch Ken auf Level 6. So, und damit haben wir schon mal unsere, ja, Champion Charts ein bisschen abgearbeitet. Jetzt können wir mal gucken.
So, definitely not Blitzcrank, den habe ich schon. Ich bin grottenschlecht auf Lee Sin und ich bin schon sowieso nicht. Der kann weg. Any Wonderland habe ich schon. So, Irelia, da habe ich Frostbutt Irelia. Den Skin kann ich auch wegmachen. Für Brands habe ich glaube ich einen Skin. Wir können mal kurz gucken. Collections, Brand wird mir glaube ich angezeigt, wenn ich einen habe. Habe ich einen? Ne, habe ich nicht. Ja gut, dann behalten wir uns den mal für später auf. Für Mo habe ich ja schon einen. Für Ari, den nehme ich auf jeden Fall, der ist cool, der Skin. Trindamere habe ich. Ich habe keinen Trindamere Skin. Ich habe definitiv noch Blitzcrank, da brauche ich nicht Bum Bum Blitzcrank. Auch wenn er ganz nett ist. Der Olaf Skin hier, Bro Love, voll nice. Ich habe genug MF Skins, aber ich spiele MF eigentlich auch relativ gerne, von daher kann man den lassen. Ich habe Underworld TF, von daher brauche ich den nicht. Das wäre vielleicht ein Jarvan Skin für mich, gar nicht so schlecht. Death Blossom Kha'Zix ist auch cool. Ich habe Mecha Kha'Zix, aber Death Blossom ist natürlich auch nice. Deep Tsunami habe ich schon. Gut, wir lassen einfach mal den Skin da. Dragonwing Corki, auch ziemlich nice. Für Esri habe ich die Play Esri und diesen Skin. Das war ein Legacy-Skin, aber brauche ich nicht. Für Belga habe ich schon. Ach, den habe ich jetzt sogar den Skin. Geil. Das heißt, den kann man auch schon wegnehmen. Ich habe Charmeur Days, von daher weiß ich nicht. Galactic Asi habe ich schon. Ich habe den Champion damals ein Paket gekauft. Von daher ist das. Von daher habe ich den Skin allein schon. Galactic Nasus brauche ich nicht. Ich habe Pharao Nasus und nehmen wir noch den K9 Nasus. Haunted Maokai, den lasse ich auf jeden Fall mal. Haunted Nocturne, ich habe Frost Nocturne, aber das ist auch cool. Ionia Master Yi, ich glaube für Master Yi nix. Für Leona habe ich den Pool Party Leona Skin. Für Kogmann, wie gesagt, den Skin brauche ich auch nicht. Für Syndra habe ich ebenfalls einen Skin, nämlich hier den Wasser Skin. Für Katharina habe ich auch schon zwei Skins, aber Kitty Cat Katharina auch nice ist, ne? Lassen wir mal so. Mafia Graves habe ich schon. Mafia Jinx habe ich noch nicht. Matador Alistar, habe ich einen Alistar Skin? Ja, ich habe einen Alistar Skin. Ich habe sogar diesen Muku Alistar Skin. Von daher kann Matador Alistar weg. Ja. Mecha Kha'Zix, wie gesagt, habe ich schon. Midnight Ari habe ich auch schon. So, Musketeer TF will ich nicht haben. Nothingham brauche ich auch nicht. Ich habe TPA, SV und SV spiele ich zu selten, als dass das wirklich Sinn ergeben würde. Ich habe den Eulenquin Skin, auch wenn der Phoenix Skin ziemlich nice ist. Den besitze ich schon, Pickpockets. Habe ich für Mundo eigentlich überhaupt einen Skin? Ich glaube, ich habe TPA Mundo, alles wäre auch nicht schlecht, wenn ich den auch habe. Prehistoric Renekton. Habe ich hier noch Renekton schon gewonnen? Ich besitze Galaxy. Oh, ne? Ich besitze schon. Okay. Prime Ode. Ich habe den Geisterwächter Ode, von daher brauche ich den nicht. Professor Weiss. Ich habe einige Weiss Skins, aber der ist halt Legacy Skin, von daher lassen wir den mal wieder. Project Ash kann weg, den besitze ich schon. Dragon Wing Corki. Davon kann einer weg, da haben wir doppelt. So. Resistance Catelyn brauche ich nicht. Ich habe genug Catelyn Skins. Genau das Skin wollten wir aktivieren. Separatist Sejuani nehmen wir einfach mal mit. Set World Amumu, das ist wieder so ein legendärer Skin. Für Garen habe ich einen Skin. Der erste Skin, den ich hatte, war Commando Garen. Von daher brauche ich da jetzt nichts für Xin. Ich lasse ihn einfach mal da. Klebert Melfat ist ziemlich nice. Skatilweiß ist auch ziemlich nice. Bad Thief Lux habe ich schon. Ich habe auch den legendären, den Elementalux Skin habe ich. Ebenfalls Striker Ezreal kann weg. Den wollte ich auf jeden Fall noch aktivieren. Hier ein Super Galaxy Rumble Skin. Underworld Hook brauche ich tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, Full Party Leona besitze ich, von daher kann der weg. Vandal Brand oder Apokalyptik. Ich nehm den weg mit mehr Essenzen. Nehmen wir den Vandalenbrand, dann haben wir da einen neuen Skin für ihn. Zombie Rise, den besitze ich schon. So, und jetzt haben wir eine ganze Menge Essenzen. So, was ich gerne hätte, ist Super Galaxy Rumble. Upgrade to Skin Permanent. Dankeschön.
Damit besitzen wir jetzt Super Galaxy Rumble. Stargirl Poppy hätte ich gerne. Ich habe Noxus Poppy, aber der Skin ist trotzdem ziemlich cool. So. Dann haben wir den schon mal. Welche haben wir jetzt noch? Roter Baron Copy. Der Skin ist auch nice. Und dann nehmen wir den ebenfalls mal mit. So, Roter Baron Corki. Ich habe bisher nur Fnatic Corki, von daher ist es eine schöne Addition zur Sammlung. Ahri mag ich gerne, den Champion. Von daher schnappen wir uns den mal. Den schönen Arcade Ahri Skin. Für Velka zeige ich tatsächlich noch keinen. Von daher werden wir den auch mal aktivieren. Dankeschön. Ich habe ein paar Mal Olaf gespielt, deswegen nehmen wir den jetzt auch nochmal mit. So, jetzt ist gleich noch die Frage, gibt es noch irgendwelche Champions? Ich habe für Teemo noch keinen Skin. Wir sind mal so toxic und nehmen uns, schaffen uns mal Astronauten, Teemo. Weil wir es gerade können. Dazu jetzt noch kurz den Jinx-Skin. Weil ich den noch nicht habe. Und dann. Welche Skins können wir noch nehmen? Wie gesagt, ich habe Elemental Lux, von daher brauche ich ihn jetzt eigentlich nicht aktivieren. Aber von den Champions hier Candy Can. Candy Can, das wäre glaube ich ziemlich cool noch mit Candy Can Miss Fortune. Aktuell spiele ich mit dem Pool Party Miss Fortune Skin. Also wenn ich so spiele, ich habe zur Zeit lang ein bisschen gespielt. Ihr könnt mich ja hier oben nachgucken. Seht ihr, was ich denn so letzte Zeit mal gespielt habe. Und ansonsten von den letzten Skins. Gut, wir haben, oder vielleicht ein Ward-Skin. Ich habe aktuell den von Karma, den Conqueror-Skin. Aber nö, ich würde sagen, ich belasse es dabei. Ja, mehr will ich halt nicht aktuell nehmen. Das gibt es hier aktuell eigentlich alles so. Hextech-Ward-Skin, ja, den brauche ich nicht. Red Nova Darius. Das ist ein Exclusive, okay. Gut zu wissen, aber wie gesagt, ne? Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat dieses Sonntagsquatsch-Video ein bisschen gefallen. Kleines Case Opening von dem, weil ich sowieso zu viele hatte, und jetzt kann ich auch sagen, ey, ich habe die ganzen Kisten aufgemacht, wobei ich vorher sagen kann, ey, ich habe jetzt 30 Stück, ja, ein bisschen zu trollen. Dann kann ich einfach sagen, ne Quatsch, ich habe aufgemacht hier, Video, können Sie angucken. Wie gesagt, wäre schön, wenn unten auf diesen, wow, habe ich glaube ich nicht gesagt, aber wäre schön, wenn da unten da, muss kurz überlegen, da müsste hier unten, unterhalb des Videos sein, ungefähr an dieser Stelle, ist so ein schöner roter Knopf. Ein schöner roter Button, da steht Abonnieren drauf. Wäre ziemlich cool, wenn er drauf drückt. Ansonsten ist. Jetzt müsst ihr jetzt gucken, dass ich die zur Kamera richtig stelle. Ansonsten ist da unten irgendwo der Daumen hoch Button. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen, entspannten Tag. Jetzt fast gesagt, haut rein und viel Spaß beim Rank, weil ich gerade das Video gesehen habe. Nein, ne? Mich würde es freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ja. League-Spieler, keine Ahnung. League-Spieler Sven ist raus. Haut rein und wir sehen uns. Alles.